Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Forces. Ich bin euer Chojin und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mission angelangt. Sehr schön. Mission 7. Ramses Het-Hafenbereich. Kalseti, tödliche Fracht. Hintergrund. Kriegsmedin hat uns berichtet, dass der Leiter des Dark Trooper Projektes ein General namens Rom Mook ist. Den kennen wir schon aus den Zwischensequenzen. Da ist er nochmal. Kennst du ihn aus der Zeit? Kennst du ihn aus der Zeit? Vielleicht. Ah, vielleicht steht er oben. Vielleicht kennst du ihn aus der Zeit, als du noch dem Imperium dienstest. Als hochdekorierter Soldat aus den Klonkriegen wurde er sehr prominent, als der Imperator an die Macht kam. Er war einer der wenigen Generäle, die gegen die Erbauung des Todessterns stürmten, da er keiner Technologie vertraut, die den Soldaten vom direkten Kampf mit dem Gegner trennt. Er ist absolut besessen von der Ehre des Soldaten im Kampf Mann gegen Mann. Medin erzählte weiterhin, dass das Dark Trooper-Projekt aus drei Phasen besteht. Die erste Phase sind die Gromas-Minen, die du so erfolgreich sprengen konntest. Dort wurde das Metall Prick gefördert, das für die neue Legierung benötigt wird. Die fertige Legierung wird dann zu einer vollautomatischen Fabrik transportiert, wo sie speziell behandelt und geformt wird. Danach wird sie zu einem Spezialkreuzer der Arkhammer gebracht. Jetzt die Frage, müssen wir jetzt erstmal zu der Legierungsfabrik oder direkt zu dem Kreuzer? Und dort werden dann die Dark Trooper zusammengesetzt. Der Standort der Fabrik und der Arkhammer ist uns noch unbekannt. Müssen wir so erstmal rauskriegen. Unser nächstes Ziel ist es, die Fabrik zu finden und zu zerstören. General Moog hat die Hilfe eines Unterweltkönigs angenommen, der uns zurzeit noch unbekannt ist. Dieser Unterweltkönig versorgt Moog mit Schmugglern, die dann die Rohmaterialien an die verschiedenen Fabriken liefern. Medin konnte vor seiner Gefangennahme eine der Routen ausmachen, die die Schmuggler benutzen. Sie beginnt in Ramses Het oder Heat. Heat? Het? Keine Ahnung. Het würde ich sagen. Einen Raumhafen auf dem Planeten Kalseti. Wenn du einen Peilsender im Antriebsbereich am Heck des Schmugglerschiffes anbringst, sollte es uns direkt zu der Fabrik führen. Okay. Peilsender anbringen. So, schauen wir uns mal an. Mal schauen, ob wir so durchkommen und nicht die Mission nochmal neu starten müssen. Es ist ja nicht wichtig, wie wir jetzt wissen, wie gut wir durchkommen mit Leben, sondern nur, wie gut wir mit Munition durchkommen. Nimm das. So, hier haben wir noch Muni liegen lassen. Ah, so 100. Oh. Wo bist du denn her? Kommen die ganze Zeit neu? Ich hoffe nicht. Boah! Boah! Okay, Munition sparen können wir wohl ziemlich vergessen, so wie das gerade läuft. Boah, da war noch einer. Also, das klappt schon mal gar nicht gut. Dieser Mitzack, das war aber schlau von ihm gewesen. Ich glaube, das ist einfach ein Rundkreis. Dass er sich da noch nicht gezeigt hat und gewartet hat. Gar nicht so dumm. Okay, hier gab es noch mal ein bisschen was abzusahen. So, hat das irgendwas zu... Oh! Shit. Geht das wieder hoch? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, hat... Da können wir nichts machen hier, ne? Ja, das sieht komisch aus. Aber das bringt nichts. Das ist einfach nur der Schatten. Hätte ich da irgendwie oben hochgekonnt. Das ist bestimmt wieder der Rückweg oder sowas. Aber es stand auch nicht drin, dass wir zurück müssen. Deswegen, keine Ahnung. Keine Schussanlage? Da oben.
Oh, ah! Die werfen Granaten! In Bewegung bleiben. So, wo ist der andere? Du Mistsack. Okay, ich muss ja schnellstmöglich irgendwie hoch. Das macht schon mal nicht auf. Hier. Der lässt keine Muni. Was ist das? Gar nichts, schade. Hier haben wir ein bisschen Muni. Ein gelber Schlüssel. Oh, shit. Und tot. Ja, so geht's ab. Oh, was bringt das, wenn ich das wieder zumache? Hat das hier irgendeinen Nutzen? Hier haben wir ein paar Energiezellen. Dann kann ich es einfach wieder aufmachen. Hm. Okay, das Teil hätte ich sprengen müssen. Granaten, bisschen Schutzschild. Also merken, da nicht reinrennen, da ist eine Mine. So ein Mist. Haben wir hier was drin? Sieht nicht danach aus. Rückseite davon gibt es auch nichts. Damit mache ich das einfach nur wieder auf. Aha. Da können wir rein. Hätte ich da hinten noch irgendwo reingekonnt. Ah, das geht auch runter. Okay, das muss man ja erstmal wissen. Au! Die sind schon fies hier mit ihren Granaten, ne? Komischen Kamikaze-Kerle. Können wir nichts drücken? Da können wir nicht hinter. Oder? Nein. Geht's nicht hinter. Von hier da hinten sehen wir schon, da sind ganz viele grüne Teile. Da müssen wir wohl auch irgendwie hin. Also wahrscheinlich, weil wir da drüber gehen können. Okay. Und die Seite lässt sich nicht runterfahren. Nee. Ja, dann bleibt uns ja nur das hier. Ah! Oh. Diese verdammten Minen. Ich sehe die zu spät. Oh. Ja, nice. Die Mine hat die in die Luft gejagt, die ich mal wieder nicht gesehen habe. Oh, keine Muni mehr. Schön. I'm here for chew bubblegum and kick ass. But you are all out of bubblegum. So let's kick ass. ja, genau. Und wer war's? Roddy Piper! Jupp. Hm. Bevor wir da weitergehen, hat sich hier was verändert. Sieht nicht danach aus. Oh, du Mistzack. Was wir hier bräuchten, wäre so eine Art Shotgun. Also zwei Schuss von dem. Ich muss da ein bisschen sparsamer mit umgehen.
stärkste Waffe von mir. Abgesehen vom Rocket Launcher natürlich. Oh, das ist doch bestimmt ein Geheimnis, wenn ich darüber springe. Ah! Oder nur eine Abkürzung. Das kann natürlich auch sein. Nee, das sieht nach... Ah, nee, doch nicht. Shit. Das wäre ein normaler Weg gewesen. Und ich bin genau neben dir gesprungen. Ah! Das ist natürlich schlecht gelaufen. Da ist vielleicht ein Geheimnis. Geht nicht auf. Mist. Naja, noch haben... Oh nein, ich bin runtergefallen. Shit. Auf ein neues. Ah, das Teil bewegt sich hin und her. Kapier ich das? Ah, oh, ich erkenne die blöden Minen nicht. Mist. Wo sind wir jetzt? Genau, beim Aufzug. Na, das hält schon ein bisschen mehr aus. Au. So, hier muss jetzt irgendein Schalter oder sowas sein. Das bringt uns ja sonst gar nichts. Irgendwas muss sich doch verändert haben. Gehen wir mal runter. Also, wo kommt ihr überhaupt her? Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Boah. Die sind echt fies. Die sind richtig fies. Jetzt ist das hier unten aufgegangen, okay. Hier, eigenen. Ich glaube, wir kämpfen mal damit. Boah, seid ihr scheiße! Was? Neu gespawnt direkt neben ein. Danke, Spiel! Ah, mit der Wumme können die nichts machen, wenn ich auf die schieße. So wie es aussieht. Ja, irgendwie können sie doch. Ach, da oben ist noch einer. So ein fieser Kerl. Ups, Vorsicht. Okay. Fernkampf ist da schon mal ganz gut gegen die. Ich komme gleich schon irgendwie zu dir hoch. Du kannst mir ja momentan nicht schaden. Das können wir doch schon wieder bewegen, oder? Nee. Irgendwo muss ein Schalter sein oder sowas. Ich muss das irgendwie runter bewegen können. Es sei denn, ich kann das da drin als Aufzug nutzen. Da bist du ja. Ja, unser letztes Leben. Spannend. So schlecht sind wir noch nie durchgekommen, aber wir finden schon raus. Bringt uns das hier irgendwie noch was weiteres? Ich aus der Höhe da irgendwo rüber jumpe, aber ich sehe nichts. Kein Loch oder so. Dann müssen wir da hinten wo auch rüber. Sehr gut. Ja, okay. Mach ich. Nochmal hoch bitte. Aha, einmal springen reicht.
Ja, ein bisschen Munitionsverschwendung. Sei es drum. Sagen wir jetzt erstmal mehr nochmal von einem normalen Phaser. Ups. Oh, da oben ist was. Wie komme ich da dran? Ah. Das sah man kaum, ne? Dass das eine Kiste zum Hochspringen war. Sieht ganz gut aus. Wir können hier überall hochjumpen. Hat aber hier keinen Nutzen. Was öffnen sehe ich auch nichts. Oh! Oh, du Mistzack. Ich guck mal, wie viel ich davon hab. Oh, 300 wieder. Wir schießen mal was hiermit wieder. Kriegen wir auch so schön viel von. Geht nicht auf. Vielleicht hiermit? Blauer Schlüssel fehlt. Haha. Was hatten wir für einen Schlüssel? Gelber Schlüssel. Aber wo brauche ich den gelben Schlüssel? Okay, da sind wir hergekommen. Hier sind wir noch nicht lang gegangen, glaube ich. Auf jeden Fall jede Menge Power wieder. Rennen wir mal ein Stück zurück. Ich will hier keine Sachen auslassen. Aha. Aua. Das heißt, ich kann hier irgendwie reinspringen. Gibt es ein bisschen Lebensenergie? Guck mal hoch. Ich glaube, wir haben Secret entdeckt. Ein paar Minen, ein bisschen Muni, okay. Kommt da noch jemand? Hallo, hallo? Da ist er. Stopp ihn. Wow. Das war ja schlau, sich da hinzuhocken.
erstmal den Raum sichern hier. Okay, dann gucken wir mal hier rein. Hier scheint es irgendwo weiter zu gehen. Wir schauen mal, was da hinten ist. Ein roter Schlüssel. Eieiei, wir brauchen zig Schlüssel, so wie es aussieht. Ach, Pissoir. Das ist ja lustig. Beim Pinkeln gestört. Können wir das auch machen? Voll das Geballer überall so. Ach, wir gehen jetzt erstmal pinkeln. Also, wie wir gehört haben, waren, glaube ich, hier unten in diesem Schlitz drin. Das lassen wir erstmal aus. Oh. Ich hasse diese Scheißteile. Okay, auf die harte Tour. Hat auch gut geklappt. Hey, da oben ist was drin. Boah! Die Schweine, habt ihr das gesehen? Ich sehe den gar nicht. Ist irgendwo dahinter. Könntest du bitte den Arsch da drin töten? Danke. Schade, klappt irgendwie nicht. Doch. Jetzt. Ja, wir müssen mal einen Break machen. Bis demnächst, euer Chojin.